Vielen Dank. Also auch von meiner Seite nochmal einen wunderschönen guten Tag. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dabei sein können. Mein Name ist Julian Tapfner und ich bin Leiter der zentralen Koordination FEDER. FEDER steht für die BMBF-Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt. Und wie Sie schon gesagt haben, sind wir aus Frankfurt zugeschaltet. Wir haben den Sitz bei der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Und im Folgenden werde ich kurz auf den Hintergrund von FEDER eingehen, werde vorstellen, was unsere Ziele sind und wie wir die umsetzen möchten, und vor allem auch in enger Zusammenarbeit mit NFDI. So, wir befinden uns in Zeiten des drastischen Wandels. Die Klimakrise ist dramatisch und die Veränderungen sind auch jetzt schon deutlich spürbar. Ganz anders ist das bei der Biodiversitätskrise, die eigentlich noch dramatischer stattfindet, aber in der Öffentlichkeit so, zumindest in der öffentlichen Diskussion, so noch nicht angekommen ist. Es hat verschiedene Gründe, unter anderem, weil sie leiser stattfindet und auch nicht so sichtbar. Es gibt mehrere Studien, die ich jetzt auch gerne hier nennen möchte, diese zwei Schlüsselstudien. Zum einen die Krefelder Studie und das globale IPBES Assessment, die diese Krise nochmal deutlich gemacht haben. 2017 hat die Krefelder Studie gezeigt, dass in Schutzgebieten über einen Zeitraum von 27 Jahren mehr als 75% der Biomasse an Fluginsekten zurückgegangen sind. Auf einer globalen Ebene und weitaus umfassender hat das globale IPBES Assessment 2019 dann gezeigt, dass das Artensterben derzeit im Vergleich zu dem Hintergrundsterben der letzten 10 Millionen Jahre um bis zu 100-fach größer ist. Bei geschätzten 8 Millionen Arten sind 1 Million Arten vom Aussterben bedroht. Das hat natürlich verschiedene Gründe, aber einer der Hauptfaktoren ist zum Beispiel die veränderte Landnutzung, also das Verändern und Zerstören von natürlichen Ökosystemen und Lebensräumen. Das zeigt sich vor allem in der Landfläche. Weltweit sind 75% der Landfläche schwerwiegend verändert. Es existieren nur 68% der Wälder und 15% der Feuchtgebiete. In den Meeren ist der Wandel auch spürbar, zum einen durch Umweltverschmutzung und Erwärmung der Ozeane, Überfischung und Versauerung. Nur in den Meeren ist es nicht so sichtbar wie an Land. Diese Studien haben aber auch nochmal gezeigt, wie wichtig verlässliche Daten sind und langjährige Datenerfassung. Jedoch gibt es immer noch Wissenslücken und Forschungslücken. Und das möchte ich hier gerne nochmal zeigen mit zwei verschiedenen Beispielen. Zum einen auf der nationalen und auf der internationalen Ebene. Auf der nationalen Ebene sehen Sie hier links die Evaluation der Gewässerrahmenrichtlinie, also der Wasserrahmenrichtlinie, und auf der anderen Seite die Aichi-Targets und ob sie erfüllt wurden oder nicht. Es hat sich jetzt hier auch gezeigt, dass 91,8% der Oberflächengewässer immer noch im mäßigen oder schlechten Zustand sind. Und bei den Aichi-Targets oder Aichi-Zielen wurde festgestellt, dass in diesen 10 Jahren kein einziges dieser Ziele vollständig erreicht wurde. Und dementsprechend sind die Erwartungen an die COP15 recht hoch, die jetzt im Oktober in Kunming stattfindet und im zweiten Teil nächstes Jahr, April, Mai. Es gibt verschiedene Gründe, warum diese Maßnahmen nicht funktionieren. Unter anderem ist es so, dass wir immer noch große Wissenslücken haben und Forschungslücken, die ich schon angesprochen habe. Zum Beispiel beim IUCN, beim Roten Listen Report, zeigt sich, dass zum Beispiel Wirbellose mit 2% der bekannten Arten deutlich unterrepräsentiert sind. Das gleiche auch bei Pilzen. Außerdem wissen wir sehr wenig über direkte und indirekte Treiber und deren Wirkung auf die Biodiversität. Direkte Treiber sind zum Beispiel Verschmutzung, invasive Arten oder Klimawandel. Und diese Treiber werden durch Maßnahmen sehr direkt auch angegangen. Bei indirekten Treibern wie Politik, Institutionen, Pandemien und Konflikte ist das nicht so leicht und die Maßnahmen können dann nicht so gut greifen. Es zeigt sich aber, dass wir Nachholbedarf haben. Zum einen bei understudied Taxa und Ökosystemen. Es muss noch mehr Forschungsarbeit in die Analyse von Wirkzusammenhängen gesteckt werden. Es geht auch um räumliche und taxonomische Differenzierung der Trends. Das heißt, dass Maßnahmen auch spezifischer angepasst werden können. Und es braucht einheitliche Standards, vor allem Monitoring. Aber all dies zeigt auch nochmal, dass wir umfassend handeln müssen, und zwar mit Systemlösungen. Und hier greift die BMBF-Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt auf. Startschuss war 2018 die Frankfurter Erklärung. Ziel von FEDER ist die Bereitstellung von Orientierungs- und Handlungswissen. Und auf dieser Grundlage sollen dann systemische Ansätze und Handlungsoptionen entwickelt werden. Das übergeordnete Ziel ist zum einen, den Verlust der biologischen Vielfalt besser zu überwachen und dem nachhaltig entgegenzuwirken, also eine Trendwende herbeizuführen.
Im Detail gibt es drei verschiedene Aktionsfelder, die FEDER bedient. Zum einen ist das die Entwicklung von innovativen Technologien und Methoden, um eine effizientere Erfassung der biologischen Vielfalt zu erreichen. Der zweite Punkt ist die Vertiefung des systemischen Verständnisses von Ursachen, Dynamiken und Folgen der Veränderung der Biodiversität. Und auf dieser wissenschaftlichen Grundlage sollen dann im Dialog mit Stakeholdern aus Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik konkrete Lösungsansätze und Systemlösungen und Maßnahmenportfolios entwickelt werden. Im Rahmen von FEDER gibt es 23 Projekte, die gefördert werden. Zum einen sind das 19 Projekte des ersten Kohorts Wertschätzung und Sicherung von Biodiversität in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, kurz Biodivert. Die Projekte gehen jetzt in die zweite Phase über. Im Rahmen von FONA gibt es 3 geförderte Projekte, AMOT, DINA und BIPS. Und es gibt noch das Begleitprojekt Faktencheck Artenvielfalt unter der Leitung von Professor Christian Wirth. Faktencheck hat sich zum Ziel gesetzt, eine Bestandsaufnahme der Biodiversität in Deutschland zu machen. Es werden die Trends, indirekte und direkte Einflussfaktoren sowie Maßnahmen und die Effizienz von Maßnahmen bewertet. Und dies geschieht unter Einbeziehen aller möglichen Daten, also nicht nur wissenschaftliche Daten, sondern auch die graue Literatur wird da analysiert. Und der weitere Punkt, das ist das Projekt Zentrale Koordination mit Sitz hier in Frankfurt. Die Zentrale Koordinierungsstelle unterstützt die Forschungsinitiative und die Projekte beim Erreichen der Ziele, vor allem wissenschaftlich. Wir stehen in sehr engem Austausch mit dem BMBF, dem Projektträger, dem wissenschaftlichen Beirat und dem Sprecher der Forschungsinitiative, Professor Volker Moosbrugger. Und die Koordinierungsstelle hat 3 Hauptaufgabenfelder. Zum einen ist das die zentrale Koordination und wissenschaftliche Synthese, also die Vernetzung der nationalen und internationalen Community wird vorangetrieben, aber auch Synthesepublikationen mit internen und externen Expertinnen werden durchgeführt. Der zweite Punkt ist die wissenschaftlich-fachliche Unterstützung der Forschungsinitiative und hier ganz besonders im Datenmanagement, auf das ich später noch zu sprechen komme. Und wir werden hier auch eine Metadatenbank aufbauen und eine Literaturdatenbank für die Ergebnisse des Faktenchecks. Der dritte Punkt ist die Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Transfer. Hier behandeln wir vor allem die interne und externe Kommunikation. Das heißt, wir arbeiten wissenschaftliche Ergebnisse auf für die Öffentlichkeit und für die Medien. Und wir organisieren Konferenzen, Fachgespräche und Workshops. Es hat sich gezeigt, dass nachhaltiges Datenmanagement und einheitliche Datenstandards sehr wichtig sind und vor allem zentrale Datenbanken die Synthese begünstigen. Wir arbeiten im Bereich Datenmanagement sehr eng mit NFDI for Biodiversity zusammen. Zum einen ermöglicht das die Anbindung an eine fachspezifische Forschungsdateninfrastruktur. Es ermöglicht die Langzeitarchivierung der primären Projektdaten unter Einhaltung der FAIR-Prinzipien, aber auch unter einheitlichen Standards. Darüber hinaus gibt es eine fachliche Unterstützung im Bereich Datenmanagement und eine Integration in die Service-Datenlandschaft von NFDI. Und insgesamt ist zu sagen, dass FEDER als Art Use Case bei NFDI for Biodiversity dient. Ich möchte an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass FEDER natürlich sehr viele verschiedene Projekte fördert mit verschiedenen Hintergründen. Und hier sind natürlich Synthesen ganz wichtig. Das heißt, ich möchte Ihnen auch anbieten, Sie können gerne, wenn Ihre Datensätze zu den von uns geförderten Projekten passen, sich bei uns melden, uns kontaktieren und dann auch sich austauschen im Hinblick auf Synthesen. Die gemeinsamen Ziele von FEDER und NFDI befassen sich vor allem mit der Infrastruktur, der Synthese und Service und Beratung. Wie gesagt, im Bereich Infrastruktur ist das nachhaltige Forschungsdatenmanagement, die Langzeitarchivierung und die Qualitätssicherung. Und dies begünstigt dann die Synthese, also es sind Metadatenanalysen geplant und die Datenportal zur Datenintegration und Vernetzung soll diese Synthese auch erleichtern. Und abschließend möchte ich Sie nochmal darauf hinweisen, Sie können uns gerne kontaktieren, zum einen, wenn Sie Fragen haben, auch wenn Sie Datensätze haben, die zu unseren Datensätzen passen. Werden Sie Teil des Netzwerks, entweder über diesen QR-Code oder schreiben Sie uns eine direkte Mail an mail@feder.bio oder über feder.bio, die Homepage, bekommen Sie noch mehr Informationen über die Projekte. Damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe auch später gerne für Fragen in der Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank.